Liebe Zuschauer, rund um das Thema Haushalt haben wir jetzt die richtigen Helferlein für Sie. Sei es zum Beispiel das Staubsaugen, den Dreck, der auf dem Boden liegt, den einfach mal wegzusaugen und das in einer ganz bequemen, leichten, lockeren Art oder vielleicht sogar jemand anders saugen lassen, diesen kleinen Helfer. Dann gehen wir rund um das Thema Fensterputzen und andere Dinge. Also Sie sollten auf jeden Fall aufpassen. TV-Sonderpreise sind selbstverständlich absolut garantiert. Und wir zwei Damen, Jana und ich, wir haben uns hier schon richtig gemütlich gemacht, denn der Haushalt, das ist ein Thema, da könnten wir uns stundenlang drüber unterhalten. Und das ist einfach Abendfüllen. Lückenfüllen ist das, ne? Da kann man einfach so viel drüber reden, ne? Wie machst du das so und was findest du auch nervig? Schlussendlich kommen wir beide immer auf dasselbe Resultat. Der Haushalt, das ist so eine Sache. Richtig. Unterhalten tun wir uns gerne drüber, aber machen tut, glaube ich, keiner diesen Haushalt gerne. Aber wir müssen es. Und deshalb, liebe Zuschauer, braucht man die richtigen Artikel dazu, die richtigen Geräte, die Ihnen den Haushalt erleichtern. Und ich habe heute 4 an der Zahl mitgebracht, absolute Bestseller hier bei Pearl TV. Und klar, das Staubsaugen, mal schnell das Malheur, das runtergefallene Popcorn oder Reis wegsaugen, das muss natürlich sein. Da braucht man aber nicht gleich diesen riesigen Staubsauger raus. Liebe Zuschauer, wir haben ganz, ganz tolle handliche Zyklon-Staubsauger und 2 an der Zahl. Und das Tolle ist an Zyklon-Staubsaugern, dass die eben beutellos sind. Die haben so einen Permanentbehälter, den kann man ganz, ganz einfach über den Mülleimer ausschütten und dann ist er sofort wieder einsatzbereit. Das heißt, Sie brauchen hier keine Beutel kaufen, keine Zusatzkosten. Jetzt habe ich den hier in der Hand, klein und kompakt, super, super leicht, habe aber natürlich noch ganz viele verschiedene Aufsätze dabei. Sie können diesen Handstaubsauger benutzen mit 2 verschiedenen Aufsätzen. Entweder mit dieser tollen Fugendüse, nennt man die, weil man dann eben ganz, ganz toll in so kleine Zwischenräume kommt. Zum Beispiel auch beim Auto aussaugen, so zwischen die Sitze oder mal in der Couch in die Ritze herein. Oder, liebe Zuschauer, Sie nehmen den 2. Aufsatz und das ist so eine tolle Bürste für so ein bisschen hartnäckigeren, festsitzenderen Staub oder Schmutz. Dann können Sie mit der Bürste rangehen oder Sie machen aus dem Handstaubsauger einen richtigen Bodenstaubsauger und machen die ganz, ganz langen... Hex-Hex, den ganz langen Aufsatz dran und dann haben Sie einen vollständigen Staubsauger. Wow, und das für 37,91 Euro. Jana und ich, wir sind absolut begeistert. So ein Zyklonstaubsauger ist wirklich was richtig Tolles. Ja. Denn zum einen brauchen Sie nie wieder Beutel kaufen. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema zu sprechen kommen, Jana. Beutel kaufen, da stehen irgendwelche Hieroglyphen drauf, die man sich merken muss, wenn ich dann im Supermarkt bin, weil sie sowieso nicht mehr, wie die heißen. Ja, so, und dann gebe ich immer und immer wieder Geld dafür aus. Wirklich ganz, ganz viel Geld, das können Sie hier sparen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Sie können hier mühelos staubsaugen. Schauen Sie sich das bitte einmal an, mit einer Hand mal eben unter der Couch drunter saugen. Normalerweise haben wir ja diesen großen Körper vom Staubsauger, der mir zum Beispiel auch gut und gerne mal gegen die Möbel fährt und überall andockt, der mir auch mal eine Vase runtergerissen hat, dann hast du natürlich noch mehr zu saugen. Aber vor allem ärgert man sich natürlich, dass da die Möbelstücke kaputt gehen und vor allem geht auch der Rücken gewissermaßen kaputt, weil durch diese Haltung, die man da hat und durch dieses Ziehen ist man danach wirklich richtig ausgelaugt und K.O. So geht es mir zumindest, vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Das haben Sie hier nicht. Ein normaler Staubsauger wiegt so um die 7 Kilogramm. Ja. Der wiegt 1,8. Richtig. Das ist so ein Leichtgewicht. Und liebe Zuschauer, ich möchte jetzt auch gleich lossaugen und Ihnen mal zeigen, wie einfach und handlich das geht. Und vor allem auch, wie praktisch der ist, weil der wirklich überall hinkommt. Jetzt haben wir hier diese Möglichkeit, liebe Zuschauer, alle Aufsätze dran zu machen. Und jetzt haben wir ja diese langen Bodendüse. Natürlich auch die kann man verstellen auf glatten Flächen oder auf Teppich. Und willst du mal ein bisschen Dreck machen? Ich mache ein bisschen Dreck. Wir haben übrigens extra Konfetti genommen. Ab und zu nehmen wir ja mal so anderen Dreck, den man auf dem Boden findet, wie zum Beispiel Paniermehl. Wir haben extra Konfetti genommen, damit Sie einfach dieses fantastische Zyklonsystem noch einmal sehen. Das ist ein 4-stufiges System. Ja. Und da sind immer unterschiedlich große, beziehungsweise immer klein werdendere Löcher. Genau. Und dadurch wird alles gefiltert. Und wie das gleich funktioniert und wo das Konfetti letztendlich landet, sehen Sie dann auch. Konfetti-Regen! Los geht's, liebe Zuschauer! Einmal hier drüber, schauen Sie mal, zack, alles weg. Das ist wirklich so ein Kraftpaket, unser Zyklon-Staubsauger. Schauen Sie mal, ich gehe einmal hier drüber und ich habe wieder alles sauber. Und ich habe keinerlei Probleme mit einem lästigen Staubsauger, der irgendwo andockt oder hinterhergezogen werden muss.
Ich habe 1,8 Kilo in einer Hand und spüre das nicht mal. Also hätte ich schätzen müssen, aber ich verschätze mich bei Gewicht sowieso immer, hätte ich gesagt, das sind ein paar Gramm. Der ist so leicht und das geht so leicht von der Hand, liebe Zuschauer, dass Sie wahrscheinlich Ihren riesigen Staubsauger nie wieder benutzen werden, wenn Sie einmal diesen wunderbaren 2-in-1 Zyklon-Staubsauger in der Hand hatten. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich mache ihn einmal aus und jetzt sehen Sie einmal hier oben diese tolle Zyklontechnik und sehen einmal dieses tolle Konfetti, wie das hier gesammelt wurde. Schauen Sie mal. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich teile wieder hier meine ganzen Teilchen und dann nehme ich das ab und dann kann ich einfach über den Mülleimer oder jetzt hier über das tolle Schächtelchen gehen und unten kann ich dann aufmachen. Schauen Sie, hier ist so eine Klappe, kann man einfach aufmachen, zack, wieder alles in den Mülleimer und schon sind wir wieder einsatzbereit für die nächste Ladung. Zack, wieder alles fertig und los geht's, weiter geht's. Also ich könnte es natürlich noch ein bisschen schöner reinigen, ne? Aber hier ist es einfach perfekt. Wir brauchen keine Beutel, wir saugen beutellos. Wir haben alles immer im Überblick. Also man sieht ja auch dann, oh ja, der ist voll, den muss ich jetzt mal wieder auskippen. Aber dann ist er eben wieder sofort einsatzbereit. Perfekt ist halt auch der Preis. Ja. 37,91 Euro. Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen so einen ganz kleinen Zweitsauger haben, den man auch schön mal hinter einer Tür verstauen kann. Weil es fällt ja immer mal was runter. Dann kippt man Waschmittel zum Beispiel in die Waschmaschine, fällt das Waschpulver zur Seite. Dann müssen Sie dann den schweren, großen Staubsauger rauskramen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Da sagen Sie dann zum Beispiel auch, ich habe ein Haustierchen, da muss ich sowieso ab und zu mal schneller drüber saugen. Ich brauche einfach so ein Zweitgerät oder natürlich als Erstgerät auch optimal geeignet. 37,91 Euro unter der NX5590 und der 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Die NX5590 und die 569. Top-Kundenauszeichnungen. 5 von 5 Sternen. Ich glaube, das spricht Bände. Und jetzt haben wir ja noch dieses Kabelding. Und Kabel ist für mich auch immer so eine Sache, wo ich dann gerne mal hängen bleibe, was verhedder, was mitreiße oder ähnliches. Hier verzichten wir darauf. Wir reden von einem Akku-Zyklon-Staubsauger. Das gleiche Prinzip wieder, liebe Jana. Ja. Dieses vierstufige Zyklon-Filtersystem, was hier einmal beutellos alles aufsaugt, den Schmutz filtert, deshalb übrigens auch optimal für Allergiker. Und dann wird hier gesaugt, nur halt ohne Kabel. Das heißt, ich kann den mitnehmen ins Auto und da mein Auto saugen. Richtig, also liebe Zuschauer, jetzt haben Sie bestimmt gedacht, der hat doch genau den gleichen in der Hand. Ne, weil wir haben hier einen Akku-Zyklon-Staubsauger. Das heißt, ich habe kein lästiges Kabel hinten dran. Und vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen, der ist leiser. Der ist sehr, sehr leise. Der ist sehr, sehr leise, weil wir hier durch diesen Akkubetrieb nochmal eben gespart haben an der Lautstärke. Und ich glaube, da können alle gut drauf verzichten, auf einen lauten Staubsauger. Da erlobe ich mir doch diesen Staubsauger. Und vor allem habe ich dieses lästige Kabel nicht. Klar, zu Hause ist das genial, wenn ich da nicht immer an die Steckdose ran muss. Aber Vivian hat es gerade angesprochen. Wenn ich den mal zweiteile und ins Auto gehe und dann keine Steckdose brauche, dann habe ich natürlich gewonnen. Schauen Sie mal, hier haben wir in 2 Sekunden dann einen Handstaubsauger draus gemacht. Ohne Kabel, trotzdem läuft er. Und dann können wir eben im Auto in diese Zwischenräume gehen. Oder eben, wenn mal im Haus ein kleines Malheur passiert ist, einfach mal hier mit dem Handstaubsauger diese paar Krümelchen aufsaugen. Da braucht man nicht gleich den riesigen Staubsauger rausholen, ne? Richtig, und es ist handlich und es ist einfach. Genau das ist der Punkt. Sie haben diese Zyklontechnologie, Sie haben dieses Filtersystem. Sie brauchen keine Beutel mehr kaufen. Schauen Sie sich bitte an. Darf ich einmal kurz, Jana? Na klar. Das ist alles. Das ist alles für den Handbetrieb. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte den gerne als Bodensauger nutzen, dann machen Sie einmal dieses Verlängerungsrohr mit dem Bodenaufsatz drauf. So kann der bei Ihnen an der Seite stehen, entweder hinter der Tür oder Sie sagen, so stelle ich den zum Beispiel einfach mal an die Seite. Denn es sind so oft einfach Punkte im Haushalt, wo mal eben was runterfällt, wo man dann nicht wieder den schweren Staubsauger holen möchte, das Kabel verlegen will, die Steckdosen umstecken möchte und dann erst saugen. Nein, da soll es schnell gehen. Und das ist genau mit diesem Zyklon-Staubsauger super möglich. Im Auto fantastisch. Da kein Verlängerungskabel rausholen oder jedes Mal 50 Cent für ein halbes Minütchen in der Tankstelle einsetzen. Ja, richtig. Hier können Sie auch super bequem von zu Hause aus saugen. Oder Sie sagen, ach, jetzt fahre ich mal für 2-3 Tage weg, dann lasse ich den einfach, weil wir ja hier einen Akku haben, im Kofferraum stehen, mache dann hier diesen Aufsatz drauf und ich weiß ja sowieso, die Kinder und die
Und die Enkelchen, die naschen da immer Sachen während der Autofahrt. Dann saug ich mal eben drüber, bevor ich die nächste Fahrt antrete. 66,41 Euro. Die NXL 56,90 und die 569. Und Sie sehen auch, selbst feinster Staub, wie Sand zum Beispiel, also selbst ganz, ganz kleine Partikel werden hier mühelos aufgesaugt. Konfetti natürlich einmal, um zu demonstrieren, wie saugstark der ist und wie das funktioniert mit diesem Zyklonfilter. Und das Tolle ist, Jana, wir haben bei dieser Zyklontechnik auch keinen Saugverlust. Richtig. Das ist natürlich auch noch super, super genial. Aber was ich bei diesem Sauger einfach absolut genial finde, ist der Preis. Normalerweise 119,90. Das ist ganz klar. Wir haben hier ein 2-in-1. Wir haben hier einen Akku-Staubsauger. Wir haben hier die Zyklontechnik. Wir haben, liebe Zuschauer, einfach alles, was man braucht, sei es für den richtigen Staubsauger oder für einen Handstaubsauger. Und man sagt immer, ach komm, wir holen uns den als Zweitsauger. Seit ich den zu Hause habe, habe ich den großen Staubsauger nie wieder rausgeholt. Das wird Ihr Hauptsauger werden. Denn der ist leichter, der ist handlicher, der ist bequemer, der ist ohne Kabel. Und deshalb, liebe Zuschauer, der ist neu bei unserem Programm und zu haben für 66,41 und Sie live im TV zuschlagen. Und normalerweise eben 119,90. Also hier sparen Sie wieder bares Geld. Liebe Zuschauer, fast die Hälfte sparen Sie jetzt, wenn Sie jetzt anrufen und sich diesen 2-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger gönnen. Das ist leistungsstark, oder? Ich lege ihn nochmal zur Seite. Schauen Sie sich das bitte einmal an. Also wir machen hier einfach mal so einen ganz, ganz kleinen Weg an Konfetti zum Beispiel. Und da sieht man wirklich, wie er schon ganz weit vorher einmal aufsaugt. Und Konfetti ist ja so hartnäckig, das ist ja so platt. Das drückt sich ja auch gerne mal dann am Boden fest und klebt. Das werden Sie jetzt sehen, das geht super schnell. Den findet man ja eigentlich Wochen nach einer Party noch auf dem Boden. So, und jetzt bitte schauen Sie sich das an. Ich gehe hier einmal lang und wir sehen, dass schon hier die ersten Konfettiteile einmal aufgesaugt werden, obwohl ich nicht mal daran bin, weil der so leistungsstark und saugstark ist. Hier wird alles, wirklich alles aufgesaugt und wir haben damit ja schon gesaugt. Sie sehen also, der Zyklonbeutel, der ist ja schon was gefüllt, also das geht wirklich fantastisch. Ohne Saugverlust und du machst auch noch ein bisschen sauber, dann saug ich da auch noch weg. Ja, ich mache daneben ja noch ein bisschen sauber, weil gerade so in hochflorigen Teppichen ist das ja immer ganz schön schwierig, ne? Da dann diese Konfettistücke rauszubekommen. Aber sie haben ja diese tolle Bürste noch im Lieferumfang dabei. Das heißt, hier können sie dann auch noch mal mit der Bürste so richtig schön ran. Also wenn die natürlich am Handstaubsauger dran ist, macht es mehr Sinn. Aber das ist alles dabei. Und das ist alles erhältlich für 66,41. Ein Akku-Zyklon-Staubsauger. Liebe Zuschauer, das ist jetzt Ihre Chance. Bitte sofort ans Telefon 0180 51 51 und dreimal die 2 und gönnen Sie sich dieses Haushaltsgerät, das dann wirklich ganz, ganz viel Arbeit und Nerven Ihnen ersparen wird. Zyklontechnologie saugen ohne Beutel und so natürlich dann ohne jegliche Zusatzkosten. Aber wow, wir haben Ihnen versprochen, es gibt nicht nur Staubsauger heute, es gibt mehrere Haushaltsgeräte und das nächste Haushaltsgerät, liebe Zuschauer, ist mein absolutes Lieblingsgerät seit einigen Wochen. Wir sprechen hier von einem Dampfreiniger. Normalerweise ist es ja ganz schön schwierig, gute Dampfreiniger und vor allem bezahlbare Dampfreiniger zu finden. Und deshalb bin ich so glücklich, dass wir den hier haben. Ein Multifunktions- und Bodendampfreiniger mit einem 12-teiligen Zubehörset für 66,41. Das ist eine Sensation, Vivian. Das ist eine absolute Sensation, dieser Multifunktions- und Bodenreiniger, Dampfreiniger. So, jetzt haben wir es. Das ist ja auch so ein Stück, was man in der Familie hat und wo das einfach mal durchgeliehen wird. Ne? Oh ja. Einer hat einen Dampfreiniger, man weiß, das ist eigentlich eine ganz, ganz hohe, kostspielige Investition, die man da macht für den Haushalt. Und dann verleiht man den und dann wird er weiterverliehen und wahrscheinlich wissen Sie, falls Sie mal einen verliehen haben, gar nicht mal, wo der ist. Falls Sie noch keinen haben, sollten Sie jetzt wirklich aufpassen, denn sowas ist wirklich absolut wichtig im Haushalt. Das ist nämlich der absolute Wahnsinn. Sie reinigen ab heute nicht mehr mit Chemikalien, sondern mit heißem Wasserdampf. Das heißt, richtig, wir desinfizieren den Boden nicht mit Chemie, sondern einfach nur mit diesem 120 Grad heißem Dampf. Und das ist die beste Lösung. Denn, liebe Zuschauer, Sie wissen, wenn das Wasser so heiß ist und wenn es so dampft, dann werden natürlich alle Bakterien, Viren und Keime vernichtet. Und darum geht es ja. Trotzdem haben Sie nur Wasser auf dem Boden, weil das eben bedeutet, liebe Zuschauer, dass Sie keine Chemie auf Ihren Boden bringen. Das heißt, wenn Sie dann später
sei es mal, wenn Sie Kinder da haben oder Enkelchen da haben oder selber auf dem Boden sitzen. Ne? Da muss man ja dann aufpassen, weil die Chemie, die Sie dann vielleicht benutzen, um den Boden zu reinigen, ist natürlich schädlich für uns. Deshalb vergessen Sie die Chemie. Vergessen Sie diese teuren Putzmittel. Nehmen Sie einen Bodendampfreiniger, der mit 120 Grad heißem Dampf dann den keimenden Viren und Bakterien an den Kragen geht. Und Vivian hat jetzt gerade unser Bodentuch drunter gespannt, denn das ist natürlich die optimale Lösung für alle glatten Böden, für Laminat, für Parkett, alles kein Problem. Ich reinige zu Hause nur noch meinen Boden mit Dampf, denn seit ich das einmal gemacht habe, habe ich gemerkt, um Gottes Willen, wie schnell bin ich denn fertig? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Normalerweise macht man ja mehrere Durchgänge. Gerade bei hellen Fliesen, wenn Sie das genauso haben wie ich zum Beispiel, wissen Sie, oh mein Gott, je nachdem wie die Sonne steht, die Schlieren auf dem Boden, Chemiekeule wird gemacht, heißes Wasser, dass man sich die Hände fast verbrüht, weil wir ja alle gelernt haben, heißes Wasser desinfiziert. Richtig. Dann kommt noch ganz, ganz viel Chemie mit dazu und dann wird der Boden gereinigt. Ich habe da, muss ich ehrlich sagen, schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel Besuch habe und die dann sagen, ja, ich laufe da barfuß zum Beispiel mal über den Boden und sage, nein, lass doch besser die Socken an, weil ich natürlich weiß, was da ist. Gar nicht davon zu sprechen, wenn da Kinder zum Beispiel sind. Da, wo mal der Schnuller rausfällt, wo das Kuscheltier auf den Boden fällt, mit dem dann gekuschelt wird, was dann abends im Bett liegt, das möchte ich nicht und das möchten Sie wahrscheinlich auch nicht. Und deshalb reinigen Sie bitte nicht mehr mit Chemie, sondern mit so einem Dampfreiniger. NC 3919 und die 569 66,41 €. Ein 12-teiliges Zubehör wird mitgeliefert und ich kann Ihnen nur einige Teile zeigen, so viel Zeit haben wir gar nicht, liebe Zuschauer, weil 12 Teile da dabei sind, aber vielleicht schaffe ich es auch. Ich fange mal an. Sie haben gerade in dem Zuspieler eine Bodendüse gesehen, beziehungsweise da ging es darum, die Fugen zwischen den Fliesen mal wieder so richtig zu reinigen. Wenn man über die Fliesen drüber wischt, da kommt man ja nie in die Fugen rein. Schau mal. Und hier wurde heute Morgen geputzt. Und hier wurde heute Morgen geputzt. Ja, man denkt das gar nicht. Aber nicht mit einem Dampfreiniger. Man denkt das nicht. Richtig. Und das ist es halt. Also mit diesen normalen Tüchern, da wischt man dann einmal drüber, hat ein bisschen Chemikalien drauf und dann denkt man, man hat gereinigt. Ne? Aber hier sieht man mal, 120 Grad heißen Dampf, das bekommt halt wirklich alles ab. Also da ist jetzt nicht nur der Schmutz dran, sondern eben auch Keime, Viren und Bakterien. Und jetzt, liebe Zuschauer, alles, was Sie jetzt machen müssen, ist das in die Waschmaschine schmeißen. Fertig. Boden gereinigt. Überlegen Sie mal, wie viel Zeitersparnis Sie haben. Normalerweise hat man den Eimer und man hat den Wischmopp. Man braucht ewig lang, weil man jedes Mal natürlich nach ein bisschen Dreck hier wieder in den Eimer geht, auswringt, wieder drunter spannt. Man verteilt wieder, das alles. Man verteilt es, ganz genau. Und deshalb, liebe Zuschauer, geht es mit einem Dampfreiniger so schnell, mal zu Hause durchzuwischen. Mit 120 Grad heißem Dampf wischen Sie aber nicht nur mal durch, sondern Sie killen eben alle Bakterien, Viren, Milben, alles. Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel Zubehör. Hier für zwischen die Fliesen, zwischen die Fugen haben wir so einen kleinen spitzen Aufsatz. Jetzt haben wir aber, und das jetzt richtig genial, haben wir noch weitere Aufsätze. Den, wo ich jetzt gerade in der Hand habe zum Beispiel, das ist ein Aufsatz, da kommt auch noch so ein Mikrofasertuch davor, für zum Beispiel Fenster, liebe Zuschauer. Sie können natürlich mit einem Dampfreiniger mit so tollem Zubehör auch Fenster reinigen. Sie können aber auch Polster reinigen. Sie können ihre Polstermöbel wieder so richtig auffrischen und das ohne jegliche Chemie, nur mit 120 Grad heißem Dampf. Das ist Ihre Chance, ein richtiges Schnäppchen zu reißen, ein Haushaltsgerät, das keine Wünsche übrig lässt. NC 3919 und die 569 66 41. Sie sparen hier um die Hälfte, liebe Zuschauer. Deshalb bitte gleich ran ans Telefon. Ein Dampfreiniger, den man sich jetzt leisten kann und den jeder im Haus haben sollte. Auf jeden Fall. NC 3909 und die 569. Und ich glaube, dass so wirklich immer so Bilderbände sprechen, wenn Sie gesehen haben, wie dreckig dieses Mikrofasertuch war von dem kleinen Stück hier. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt kommen wir mal zum weiteren Dreck, der so richtig, richtig nervt. Und das ist ja meistens das Fenster. Ja. Ne?
Gerade so im Frühling, im Herbst, und wir haben ja in Deutschland fast immer nur Frühling und Herbst. Das stimmt. Oder dann den eiskalten Winter. Da ist das ja auch immer so eine Sache. Ne? Dann hat man die Wassertropfen, den ganzen Schmutz, den Staub, alles an den Fenstern. Aber wenn man die mal putzt, dann braucht man ja richtig viel Zeit und richtig viel Kraft. Absolut. Sie bekommen hier heute ganz, ganz viel Freizeit für 284,91 € mit einem Profi-Fensterputzroboter. Genau so ist es, liebe Zuschauer. Das ist ein Highlight, ein Bestseller momentan und alle möchten den haben. Warum möchten den alle haben? Ganz einfach, liebe Zuschauer, das ist ein Fensterputzroboter, der Ihnen Arbeit abnimmt. Aber nicht nur ein bisschen Arbeit, sondern die komplette Arbeit. Denn wir haben einen Fensterputzroboter, der ganz, ganz clever ist. Wir haben hier eine Alttechnologie. Das bedeutet, der kann automatisch den Putzweg des Fensters berechnen. Wir haben Lasersensoren, die Hindernisse erkennen. Und wir haben Drucksensoren, die Unebenheiten erkennen. Wir haben natürlich viele, viele technische Raffinesse in diesem intelligenten Profi-Fensterputzroboter. Und deshalb kann man wirklich sagen, Sie haben keine Fensterputzarbeit mehr. Alles, was Sie tun dürfen, ist diesen Fensterputzroboter an die Scheibe ransetzen, Knöpfchen drücken und schon haben Sie wieder Freizeit. Ist das nicht genial? Also ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, du bekommst wieder mehr Zeit und weniger Haushalt für 284,91 €, dann schreie ich ja. Und deshalb, liebe Zuschauer, machen Sie das jetzt. Denn jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt kommen bald wieder die ganzen Gäste. Jetzt schauen bald wieder die Nachbarn. Oh, wo ist dekoriert? Wie sieht es dort aus? Da dürfen die Fenster natürlich nicht dreckig sein. Denn dann wird gleich wieder so gesagt, oh, schau mal, wie bei den Hartmanns, wie es da wieder aussieht. Die haben nicht mal die Fenster die geputzt. Totte. Ja. Die nur am Arbeiten, richtig, die Frau. Richtig, das geht gar nicht. 39,09 € und die 569. 284,91 € für ein Lebensgefühl. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ich möchte den ja auch unbedingt unterm Weihnachtsbaum wiederfinden. Aber ich werde ihn auch verschenken. Also das steht schon fest, denn meine Mutter, die macht zum Beispiel ganz, ganz viel beruflich. Die ist wirklich von morgens bis abends, dass sie arbeitet. Und sie braucht einfach die Unterstützung. Zum einen, weil sie es nicht mehr kann, weil sie sagt, sie ist vom Tag einfach ausgelaugt. Ja, verstehe ich. Sie möchte ihren freien Tag, den kostbaren Tag, den sie dann in der Woche frei hat, nicht auch noch damit verbringen, hier die Fenster zu reinigen. Und wir haben viele Fenster, wir haben hohe Fenster zum Beispiel bei uns am Haus. Das möchte sie nicht und das soll sie auch nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich die Frau, die so viel arbeitet, wirklich, und die so viel macht und die so viel zu tun hat, wenn ich sie sehe, wie sie an ihrem freien Tag dann wirklich da auch noch mit den Handschuhen schwitzend da an den Fenstern steht, dann sage ich wirklich, komm, ich übernehme das. Aber ich kann natürlich auch nicht immer dahin. Deshalb ist das hier die absolut beste Variante, denn da weiß ich ganz genau, wenn sie das hier hat und wenn sie das haben und wenn sie sagen, ah, jetzt so langsam wird es mal wieder Zeit, und es wird dann auch öfter passieren, dass sie sagen, es wird wieder Zeit, die Fenster zu putzen, dann zeigen wir Ihnen, wie einfach das geht. Wir gehen mal rüber. Sie nehmen Ihren Profi-Fensterputzroboter, gehen zu Ihrer Scheibe, so, dann setzen Sie den hier einmal auf und dann drücken wir einmal den Startknopf, dann zählen wir 1, 2, 3, dann hält der und dann geht's los. Ist das nicht genial, liebe Zuschauer? Ich habe die Fernbedienung, das heißt, ich mache einmal hier auf Play und dann geht er los, unser Fensterputzroboter, und der kann nämlich jetzt einfach, liebe Zuschauer, wenn Sie möchten, können Sie den manuell steuern. Das heißt, dem einfach sagen, geh mal nach rechts und nach links. Oder, und das habe ich jetzt gemacht, ich habe ein automatisches Putzprogramm gewählt. Denn wir haben hier intelligente automatische Programme, wo eben diese Sensoren dann den Putzweg automatisch berechnen. Wir haben jetzt ein gelbes Mikrofaserpad drunter gespannt. Das ist zum Polieren. Und wir haben noch ein blaues Mikrofaserpad. Das dürfen Sie auch gerne, wenn Sie möchten, so leicht Nebel feucht einsprühen oder auch mit ein bisschen Glasreiniger einsprühen. Das ist dann so die erste Runde und das Gelbe, das poliert dann nochmal hinterher. Also Sie werden es lieben, Sie werden so oft diesen Fensterputzroboter ansetzen und Sie werden sich nie wieder über dreckige Fenster ärgern müssen. Das ist der Wahnsinn. Für 284,91 € und jetzt müssen wir Ihnen noch was zeigen und vor allem dann was erklären oder beziehungsweise was erzählen. So, wenn man den hier abmacht, dann bleibt er trotzdem fest. Das heißt, wenn das Hündchen mal zum Beispiel gegen die Stromzufuhr kommt oder jemand hängen bleibt, passiert hier nichts. 20 Minuten Notstrom haben Sie, der piepst
Und erst, wenn sie dann einmal ausschalten, lässt er sich wieder lösen. So, und jetzt bleiben wir mal beim Thema Reinigkeit und Sauberkeit, liebe Jana. Und ja. Ich komme wieder zu dir auf die Couch. Ja. Wir haben doch den Lippenstift-Test gemacht, oder? Haben wir, ja. Und der Lippenstift-Test, das ist immer so ein Ding. Jana und ich, wir waren da wirklich hin und weg. Denn wir haben uns mal überlegt, wir stellen den mal so richtig auf Probe und wir machen einen Lippenstift-Test, wo wir einen kompletten Spiegel mit vollmalen. Mhm. Die liebe Diana hat dann aber gesagt, ach, Lippenstift reicht aber nicht aus. Wir nehmen doch mal Lipgloss, das klebrige Lipgloss, was sowieso so furchtbar ist, wenn das irgendwo drankommt. Und sie hat damit einmal komplett die Scheibe vollgemalt. Und dann haben wir erst gesagt, ja, das klappt doch sowieso das nicht. Das klappt nie im Leben. Das klappt nicht. Also wir wussten ja, wie genial unser Fensterputzroboter ist, aber wir haben gedacht, naja, sowas Klebriges, da muss er jetzt wahrscheinlich schon 3, 4, 5 Mal drüber, von wegen Banane. Einmal ist er drüber und der Spiegel war blitzeblanke sauber. Diana hat sich dann nicht nehmen lassen, noch ein bisschen nachzupolieren mit dem gelben Mikrofaserpad. Aber jetzt schauen Sie mal. Haben Sie das gesehen? Der ging nach vorne, ist wieder kurz zurück und ist wieder nach vorne. Also der erkennt den Schmutz und der geht dahin, wo der Schmutz entsteht oder entstanden ist und macht Ihnen, und jetzt wird es eben ganz genial, nicht nur die Fenster sauber, sondern auch die Spiegel, die Kacheln, die Fliesen, die Duschkabine. Das ist eine Arbeitserleichterung, liebe Zuschauer, die können Sie sich nicht vorstellen und jeden Cent wert. Und übrigens auch die Dachschrägen. Hier ganz schnell in die Leitung gehen für den Fensterputzroboter, die NC3909 und die 569. Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Spaß im Haushalt. Los geht's! Los geht's!